Jungs, sind wir wieder am Start. Jetzt Wir sind back im Game. Wir haben jetzt noch einen Kevin mit dabei. Unser Special Guest heute. Vielleicht bin auch ich der Verlierer des Mobiltelefons. Ich geh mal aufs Snacks suchen. Da hinten hat's einen Automat. Guck mal, wenn's was Gescheites gibt, bring's für alle gut. Also, Hosco ist Digital 2.0. Wir sind auf dem Weg nach Marrakesch. Ich weiß, wie das abläuft mit dem ganzen Urlaub, 5 Tage mit der GoPro und hier mit der Powerbank. Ja, irgendwie hat das Ladekabel jetzt ein bisschen die GoPro gerade erstmal noch laden. So, wir sind jetzt mittlerweile in Lissabon angekommen. Ein bisschen ausgeschlafener als vorher. Ja, also ich konnte das erste Mal im Flugzeug pennen und der Flug war echt auch angenehm. Das ist ganz ohne Hilfsmittel, das ist ja ein Wunder. In 5 Minuten haben wir Boarding Time für unseren Flug nach Marrakesch. Eigentlich wollten wir noch zu McDonald's, aber ich glaube, das gibt es hier keinen. Ist nicht, wir haben auch keine Zeit, ne? Ja, jetzt müssen wir ein bisschen... Hurry! Und auf geht's! Wir sind in Marrakesch angekommen. Guten Morgen. Ich dachte, dass ein Ding dagegen gefahren hat, ein Foto gemacht, oder? Hä? Gesehen, er hat da ein Flugzeug fotografiert, der ist wahrscheinlich mit seiner Treppe dagegen gefahren. Und er hat fotografiert, was er gemacht hat. Ja, für mich ist jetzt das irgendwie nicht bewölkt. Hat doch Wolken. Ich finde das Flughafengebäude voll fancy. Ich weiß nicht, so feiern, wenn du hier filmst. Keine Ahnung. Ich bin Europäer, ich filme überall und alles. Also machen wir mal weg. Wir haben uns jetzt erstmal ein bisschen Money gesorgt, wie wir sehen. Boom. Rich Bits. Richest Bitches. Ja. Man darf hier natürlich nicht so oft mit dem Geld umgehen. Ja. Das ist natürlich anders wie in Deutschland. Jetzt suchen wir uns ein Mietauto. Ja, jetzt holen wir uns das Mietauto. Ja, ich fahr gut aus. Oh, und ich muss natürlich den 25 Kilo Koffer schleppen. Ja, wir haben uns einen Kofferträger gemietet. Ja, hey Leute, wir stehen immer noch in der Schlange vom Mietauto. Wir stehen jetzt hier schon eine ganz schöne Weile und werden wahrscheinlich auch noch mal 20 Minuten stehen gefühlt. Aber ich denke, es wird sich lohnen. Wir haben uns eine richtig geile Karre rausgelassen. Also, ihr wisst ja, letztes Mal war es ein Dodge Charger. Also das Mietauto jetzt mit dem glatt in den Schatten stellen. Richtig geil. Scheiße, Wort zum Sonntag. Gut. Alter, Sunglasses. So, nachdem wir jetzt ungefähr eine Stunde lang an dem Herzschalter standen, um unser Mietauto abzuholen, beziehungsweise die Schlüssel. Motor, haben wir eigentlich Schlüssel gekriegt? Nein. Ach, die kriegen wir erst noch. Okay. Nachdem wir einen Arsch voll unterschrieben haben, sind wir jetzt im sunny Marrakesch. Ja. Ja, sind wir jetzt endlich mal draußen. Es ist doch wärmer als jetzt gedacht, also ich könnte jetzt gut eine kurze Hose anziehen. Ja. Ah ja, aber dafür, dass es irgendwie geregnet oder 5 Grad oder so, finde ich es jetzt schon gut warm. 20 Grad? 20 Grad hat es bestimmt. Styler Boy. Da kommt alles an die Kopf von dieser Ding. Mir ist einfach aufgefallen, dass das Stoppschild auf Arabisch beschrieben ist, als ich vermute, dass ein Stoppschild ist. Ja. Alex, ist schon wärmer als gedacht, oder? Alter, ich zieh gleich meine kurze Hose an. Ja, ich find's warm. So, guck mal hier. Mit dem Moped fahren wir. Das sieht doch nice aus.
Wisst ihr, wo wir hin müssen? Marrakesch. Ein Auto. Eine richtig geile Karre, guckt euch an. Müsst ihr sich freuen. Yeah. Also wir haben uns einen Fiat Panda rausgelassen und jetzt gehen wir mal kurz einkaufen. Und ich glaube, die halten uns für verrückt. Hey, random fact, Kevin. Was kannst du uns zu dem Supermarkt sagen? Das ist einer der größten Supermärkte, die es hier im Land gibt. Also. Ja. Was ist? Nein. Vorne ist kein Eis. Ich will einfach nur was essen, aber ich will nichts. Pringles. Uns bleibt aber leider nur original übrig. Die sind aber richtig teuer. Alter, das ist dem, was es Onion, kostet. Junge. Die kosten 3 Euro, Alter. Oh. Ich sag ja, es ist richtig ja. Teuer im Vergleich zu dem, was es sonst kostet. Dann wollen wir uns von Snacken haben heute. Kann irgendwas essen. Gibt's ja Alk? Ja, schon hier. Alter, wir, waren, wir waren jetzt gerade einkaufen. Wir waren jetzt gerade einkaufen. Wir haben hier ein bisschen Wurst, ein bisschen Brot. Moritz, zeig mal, was du gekauft hast für 3 Euro. Moritz hat Pringles gekauft für 3 Euro, macht sie auf. Und die Hälfte war schon rausgefälscht worden. Mann, ich hab mich auf die Pringles gefreut. So geht's ja schon, wo wir hinfahren. Ich sag auch gleich, das ist viel zu teuer. In dem Markt konnte er gar nichts. Dann haben wir gefragt, was das kostet, sagt er 20 Dirham. Für die Dings. Ich so, okay, dann haben wir gefragt, wie viel die Pflaumen kosten, sagt er 80 Dirham ein Kilo. Und dann wir so, das ist mega viel, gell? Das sind 10 Euro für ein bisschen Dings und Pflaumen. Und dann halt wurde es irgendwie awkward, weil wir nicht wussten, was machen. Da haben wir gesagt, okay, nehmen wir das halt. Echt jetzt? Hab dem 100 reingelegt und dann hat er gesagt, ah, stopp. Er hat irgendwie eine andere Währung gemeint und jetzt haben wir wieder 60 rausgekriegt. Also haben wir jetzt 40 gezahlt. Der wollte euch halt nicht so übel verarscht wahrscheinlich. Ja, der hat ja noch... Du musst normalerweise immer handeln. Dann geht ihr nächstes Mal einkaufen. Der hat uns auch gefragt, wo wir herkommen. Dann haben wir gesagt, Stuttgart. Dann hat er gemeint, oh, die haben ein sehr gutes Footballteam. VfB der Stuttgart. Hat nicht vom selben Stuttgart hier. Hast du das jetzt mal probiert? Ja, ein Stückchen. Ja, guck mal, das ist unsere Wurst. Kann man schon essen. Alter! Junge. Das sieht aus wie Erdbeerwurst. So sieht's Erdbeerkäse aus. Probier halt in Fetzen. Jetzt nack mal. Nee, das wäre nicht gut. Kevin und ich haben es auch probiert. Ja, mega viel. Ja, siehst du, da. Ja, jetzt komm. Es geht. Kleiner Snack am Straßenrande. Dann die zwei sich da unten vergnügen. Wir sind jetzt schon ein bisschen ins Atlasgebirge reingefahren. Wir müssen auf 2500 Meter ungefähr hoch. Unsere Essenssachen schmecken nicht so gut. Also die Pflaumen haben nach gar nichts geschmeckt. Die Wurst ist richtig ekelhaft. Jetzt probieren wir mal die Ananas. Kevin, was sagst du? Kann da nicht so viel falsch sein, oder? Weil Ananas, das können wir auch gar nicht so verkacken. Komm mal. Das ist scheiß Gurke, werfen wir jetzt weg, Alter. Moritz wirft die Gurken weg. Da ist noch eine. Noch mal eine. Boah, Alter. Die ist schon immer ein bisschen ugly gewesen. Warte, ich will irgendwas abdrehen. Guck mal, Kevin. Bis dahin, wo es nass ist. Wir haben jetzt hier den höchsten, schönsten Aussichtspunkt erreicht, wie man hier sehen kann. Kevin, weißt du, wie das hier heißt? Fizzi, keine Ahnung, was passt. Es ist auf jeden Fall arschkalt. Was erwartest du auf den Pass auf 2,2? Ich stelle jetzt 2,2 hier. Ja, vielleicht heißt es auch da hinten erst 2,2. Ich kann auch sein, dass es noch weiter hoch geht. Okay, nur ein Stück hoch, aber Moritz muss schon wieder pissen.
Ja, ich habe vorher dreimal gesagt, also hier um mich die Stimmung kippt aktuell so ein bisschen. Ja, soll ich umdrehen? Moritz findet sein Brillenputztuch nicht. Alex weiß nicht, wo er fahren soll. Also ich zeige ihm. Ja, dann dreh's um. Dann dreh ich da vorne um. Aber die halten uns. Wo ist die Landscape, Niki? Die hab ich hier. Aua, jetzt habe ich einen Krampf. Achtung, scharf. Hier sind die Schäfchen. Okay. Ja, was jetzt? Ich würde mal weiterfahren. Was denn, was wollt ihr? Abstimmung. Weiter. Ich. Ja. Abenteuer. Ihr habt ja gesehen, wir sind so eine ziemlich räudige Straße gefahren. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt wegen dem Wind. Hier zieht es wie die Sau. In die Kläranlage. Unser Auto hat ein bisschen was abgekriegt. Wo hängt was weg? Das war vielleicht schon vorher. Ja, das war bestimmt davor schon so. Und jetzt haben wir hier eigentlich eine relativ coole Aussicht. Und jetzt macht wieder Bilder. Boah. Das ist schon wahnsinnig. Wahnsinnig schön. Oh, aber kalt. Kuckuck! Puh. Wie weit ist es noch nach Oasasate? Ewig. Komm, wir machen ein Kuppenfoto. So, wir sind jetzt in Oasasate angekommen. Bei unserem Airbnb. Perfekt pünktlich. Ja. 4 Stunden zu spät. Wie spät haben wir es jetzt? Jetzt ist 8. Also, und das hier ist war unsere Hütte. Also wir haben hier eine so eine schöne Hütte. Warum für uns ist die Tür zwei. So schmal? Guck mal, ich passe da nicht durch. Na Moritz, hi. Hallo. Ja, jetzt kriegen wir gleich noch was zu essen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber es war auf jeden Fall Fleisch, Zwiebeln, Eier. Und Potatoes, oder? Und Tomatoes oder Potatoes. Tomatoes. Ja, so. Unser Host hat uns noch was zu essen gemacht. Wir haben hier Fleisch, Eier, Oliven und Moritz' Lieblingsgewürz. Vielleicht ein bisschen Koriander. Ja. Vielleicht hätten wir es nicht alles schon essen sollen. Ey, was ist denn das? Ja, vielleicht schon mal was. Der hat hier einfach reingeschlagen, oder? Ja, nee. Alex, sieht es gut aus? Nee, du verteilst den Koriander. Den haben wir rein säuberlich aussortiert. Du denn doch da drüben bei Niki auf dem Teller. Gut, ich bin dann noch da. Gehen wir weiter, Moritz. Ja. Ich sortiere so lange. Ich wünsche einen guten Appetit, Moritz. Ich hasse es. So, wir haben lecker gegessen. Es war zwar ein bisschen wenig, aber doch lecker. Jetzt putzen wir die Zähnchen. Wir wollen morgen um 8 wieder raus. Wir gehen mal pennen. Gute Nacht. Gute Nacht.